Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal nicht auf einer Messe, mal nicht beim Boxkampf, sondern mitten in der Kölner Innenstadt. Und ich habe die letzten Male ja die Leute gefragt, wie viel sie denn auf dem Konto haben. Und ich dachte, es wäre ja mal interessant zu erfahren, wie viel verdient ihr denn im Monat, ja? Mein Name ist Marc Eggers, ich bin sehr gespannt. Carsten, wie immer, hinter der Kamera. Und das heutige Video ist gesponsert von Anyfin. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist eine kostenlose App, die euch da draußen hilft, bei laufenden Krediten sogar richtig Geld zu sparen. Kommen wir später nochmal zu. Aber jetzt fragen wir erstmal die Kölner und Kölnerinnen, wie viel sie denn im Monat verdienen. Auf geht's. Ich frage heute die Leute mal auf der Straße, was die so im Monat verdienen. Oh, ich arbeite als Dolmetscherin und Übersetzerin und ich verdiene 4.000. 4.000? Ja. Netto? Ja. Bei dir läuft ja richtig. Ja. Bist du noch Single? Ja. Suchst du noch jemanden? Ja. Ich bin noch auf der Suche nach einer, die mich so ein bisschen durchfüttern kann. Ach so, wenn das so ist, ja dann hopp. Wie heißt du denn? Ich bin Kim. Ich suche was Ernstes, also wenn du 4.000 im Monat machst, dann? Ach, wenn das so ist, ja dann. Aber echt, Dolmetscherin? Ja. Welche Sprachen sprichst du da so? Dänisch, Schwedisch, Niederländisch und Englisch. 4.000 Euro im Monat, ne? Bei dir läuft, finde ich gut. Ja, tschüss. Sehr sympathisch, ne? Und du riechst auch gut. Du hast einen echt guten Duft drauf. Ja, ich hab's gerochen. Ja, ja, weiß ja, ich bin doch ein Kenner. Mir macht man doch nichts vor hier. Dolmetscher, ne? Das wäre ja wirklich der Beruf, wo ich gar nicht zu Hause wäre. Wer mein Englisch sieht in den Videos, weiß, das wäre das Letzte, womit ich Geld verdienen würde. Ne? What does man do wrong in bed? Da wäre ich wahrscheinlich eher Profischwimmer, russischer Delfin. Erstmal süßer Hund. Passt zu dir? Was verdienst du im Monat? 2,5 netto. Was machst du? Ich bin öffentlicher Dienst. AWB. Abfallwirtschaft. Ah, ja. 2,5? Ja. Kommst du damit aus? Nee. Nee? Was müsstest du haben, damit du glücklich bist? Ich denke so 3,1 netto. Weit ist nicht? Kannst du dich hocharbeiten? Ich kann auch noch hocharbeiten bis 5. Ja, dann, worauf wartest du? Dann gibt es einen zweiten Hund. Ja, brutto oder netto? Was so auf deinem Konto landet am Ende des Tages? Ja, 1,8, 1,9. 1,8, was machst du? Zulagen, Altenpflegerin. Altenpflegerin, ja. Ihr hättet deutlich mehr verdient. Ja. Das kann ich mal sagen vom ganzen Herzen. Bei den ganzen letzten Jahren und der Thematik. Wenn man das hört, 1,8 auf dem Konto. Ja, kann man nichts machen, ne? Also wirklich, ich würde euch 5.000 Euro Minimum gönnen. Dankeschön, danke. Und was sind das für Zulagen, die ihr bekommt? Ja, je nachdem wie viele Wochenenden, Feiertage, Spätschicht, okay. Nachtschicht, sowas halt. Ihr seid ein Paar? Ja. Ihr seid ein süßes Paar. Dankeschön. Hast du dir eine Jüngere geschnappt, weil sie noch Schülerin ist? Genau, genau. Wer bist du? 25. Du? 21. Ach, das ist doch super. Was verdienst du denn so im Monat? Oh, das fragt man aber nicht. Fragt man nicht? Nee. Ich hab's versucht, heute charmant zu machen. Nee. Willst du mich mal fragen? Was verdienst du? Das fragt man nicht. Aha. Dann sind wir weg. Das ist eine gute Frage. Was verdiene ich denn so? 1,5? 1,5 netto? Ja, 1,5. 1,5? Mhm. Was machst du? Zahnarzthelferin. Zahnarzthelferin? Da hatte ich auch mal die ein oder andere schon im Bett gehabt. Ah, okay. Und du? 1,7. Okay, was machst du? Ich bin Schulsekretärin. Schulsekretärin? Ich komme rum. Das hören wir uns genau an. Du bist die, wo man immer hingegangen ist, wenn man die Busfahrzettel brauchte? Ja, genau. Oder wenn es einem nicht gut geht, ich rufe dann. Stimmt. Du bist die, wo man immer hingegangen ist, wenn es einem nicht gut geht. Ja, ja, genau. Mir ging es immer sehr gut, aber ich war oft da. Ah, okay. Ja. Grüße gehen raus. Schule ist auf dem Weg. Habe ich mich ab und zu doch mal rausgemogelt. Wird geheiratet? Ja, da, sie. Besser spät als nie, sage ich immer, nicht? Wir erleben heute unser blaues Wunder, das haben wir, da ist es. Und jetzt steht Marc Eggers da, das blaue Wunder. Ja, jetzt stehe ich hier. Ne? Was ist passiert? Gedacht, jetzt ist er da? Ja, jetzt haben wir den richtigen getroffen. Mit 25? Genau, und jetzt müssen wir uns an Land angeln. Aber wie lange sind Sie mit dem denn schon? Nicht ganz so lange. Kurzschlussreaktion? Ja, ich werde älter. Ne? Torschlussreaktion? Man muss dann sehen, wo man bleibt. Ne? Ich habe gesagt, ich weiß, wie das geht, andersrum. Also da weiß ich auch, wie das funktioniert. Auch mal mit dem Strap-on oder wie? Ja, nee, dann sieh mal den Mann. Ja, ja. Er kommt gleich noch, der kommt gleich noch. Komm mal den aktiven Part übernehmen, ne? Ja, ja, ja. Wir fragen hier gerade mal, was die Herrschaften denn hier so im Monat verdienen. Ich habe gar nichts, ich bin Rentnerin. Sie? Rentnerin. Auch, aber deshalb jetzt heiraten, noch mal auf die sichere Schiene. Etwas Jüngeren. Das wirklich? Noch, das muss noch funktionieren, ja. Ich wünsche den Damen ganz, ganz viel Spaß. Sehr sympathische Truppe. Danke. Aber die sind am Schwanken, nicht? Wollen Sie kurz einhaken? Ich bringe Sie noch mal ein Stückchen hier. Mats, gehen wir mal zusammen hier. Wohin gehen wir noch mal einen trinken? Wir wollten einen Kaffee trinken. Aber einfach mal hinsetzen. Ja, genau. Zack. Achso, ich nicht viel. Ich bin ein Geringverdiener. Geringverdiener? Wie Amar. Der hat auch nur 1,2 im Monat. Ich bin noch Student, also ist nicht so Student, viel. Was studierst du? Lehramt. Oh ja, aber dann, was kriegt man denn als Lehrer? Weißt du das so? Kommt drauf an, was du machst, also Vertretungslehrer oder Vollzeitlehrer. Mal gucken, so 2,5 oder so zum Anfang. Okay, und in welche Richtung geht's bei dir? Warte, ich rate. Sport. Ja. Und Physik. Nee, auch nicht. Geschichte. Nein. Erdkunde. Auch nicht.
Spanisch. Ach, Spanisch. Ja, ich hätte es wissen müssen. Aber pass auf. Spanisch? Richtig. Ja, ich bin ein Kenner. Ich sehe das den Leuten in den Augen an. Kommen wir jetzt einmal zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar Ennefin. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr unangenehmes Thema. Man möchte darüber nicht sprechen. Aber ich bin euch ehrlich, ich war sehr, sehr früh auf mich alleine gestellt und habe in jungen Jahren so ziemlich alles falsch gemacht, was man finanziell falsch machen kann. Ich konnte mir Dinge nicht direkt leisten, habe sie dann auf Raten gekauft. Ich war im Dispo und ich habe teilweise extrem hohe Zinsen gezahlt. Und jetzt kommt Ennefin ins Spiel. Ennefin ist eine kostenlose App, die euch dabei hilft, dass ihr nicht zu viele Zinsen zahlt, wenn ihr jetzt im Dispo seid oder irgendetwas auf Finanzierung gekauft habt. Das Ganze funktioniert super einfach und super simpel. Ihr ladet euch die App runter, macht ein Foto von eurer letzten Abrechnung, ladet es in die App rein und Ennefin schaut, ob sie euch ein besseres Angebot machen können. Wenn sie das können, schicken sie euch das direkt zu. Ihr spart Geld, zahlt das Geld nur noch an Ennefin ab. Mit meinem Code MARK20 spart ihr sogar noch 20 Euro, also 20 Euro von eurem letzten Kredit, eurer letzten Finanzierung wird direkt übernommen. Der erste Link unten in der Infobox ist die App, checkt es gerne mal ab und vielleicht ist für euch sogar ein besseres Angebot drin und ihr spart Geld bei den Zinsen. Ja, so 1,8. 1,8? Ja. Was machst du denn beruflich? Ich bin Soldat. Soldat? Ja. Berufssoldat? Genau. Wie viel verdienst du im Monat? Ich studiere. Okay, was studierst du? Lehramt? Nein, Sozialpädagogik. Ich wette, du studierst Sozialpädagogik. Ich studiere Sozialpädagogik, hast du recht tatsächlich. Ich bin gar nicht so schlecht, ne? Ich erkenne das bei den Leuten in den Augen. Sehr gut. Was studiere ich? Mediendesign. Mediendesign? Ja, passt zu dir. Archäologie im dritten Semester. Ah, sehr gut. Passt auch zu dir. Und wie verdienst du dein Geld? Durch studentische Aushilfe als Job. Da wurde gerade tiefst gesäuft. Du dachtest, du sagst die Wahrheit durch Onlyfans. Durch Onlyfans. Wirklich? Nein, das war ein Spaß. Wenn ich dich so angucke, gut, dann machst du wenigstens was Seriöses. Ja, bin auf dem Weg dahin. Zack, darf ich deine Weste mal anziehen? Ja, darfst du anziehen. Ich weiß, ich habe zugenommen, man hat es gesehen im letzten Video. Es passt zum Mikro. So fliegen wir morgen nach Mallorca, oder was? Wir fliegen wirklich am Dienstag nach Mallorca. Nee, wirklich? Ja. Ich flieg morgen. Echt? Ja. Dann sehen wir uns ja vielleicht. Wohin fliegt ihr denn genau? Am Ballermann. Nee. Doch. Ihr seid ja auch an der Playa. Ja, klar. Ich bin auch da, aber ab morgen schon. Bis wann denn? Bis Mittwoch. Ah, ja, dann haben wir ja noch einen Tag. Dann hätten wir noch eine Nacht. Ja. Oder zwei. Nach einer Nacht mit mir, glaube ich, willst du keine zweite. Auch eine reicht. Meinst du? Du bist eine, die schnell kommt anscheinend. Lacht mich nicht aus, Jungs, das ist mein neuer Style. Ich sehe das doch. Ich finde das so gut. Ich danke dir für die Weste. Ich mache weiter, ja? Hallo? Was verdienst du im Monat? Ich bin noch in der Ausbildung. Sagen wir mal so knapp ein Taui. Ein Taui? Was machst du? Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Das kann ich so nicht sagen. Aha. Mhm. Das kommt jetzt drauf an. Was machst du denn? Erwachsenenfilme? So der Weste nach zu urteilen? Wirklich? Nein. Du bist ein Camgirl. Nein. Nee. Nein. Nee, so war das. Sondern? Das war ich nicht. Das war meine Freundin. Nein, schon. Nee, aber sag mal echt, was machst du denn? Ich studiere. Ansonsten nebenbei arbeite ich in einem Café. Ich gebe dir jetzt deine Weste wieder und lass das einfach mal unkommentiert stehen. Perfekt. Du musst mir raushelfen. Ja. Ich komme nicht raus. Ich habe wirklich so zugelegt. Auf Mallorca, ne? Halt mal so fest, ne? Du hast sehr schöne Brüste. Danke. Du strahlst so schön von der Seite. Die Sympathischen sind mir die Liebsten. Wir fragen heute nur, was die Leute denn so im Monat verdienen. Ah, das ist auch schwierig. Was machst du denn beruflich? Ich bin auch Studentin. Oh, was studierst du? Film. Film? Mhm. Was für Film? Ja, alles Mögliche. Also Shaden Row? Nee, also Film, Werbung, ach so. Alles Mögliche. Okay. So auch Medien. Okay. Also ich wohne noch zu Hause, von daher ist alles sehr unkompliziert. Hm. Und sonst... Also, das bedeutet, das ist unkompliziert dann, oder? Hat doch was mit Drogen zu tun jetzt, wenn ihr aus Frankfurt kommt. Ja. Mit Drogen zu tun? Mit was? Mit Drogen? Nein. Ich sage ja, wir sind zu Hause, ist alles unkompliziert, wir kommen nämlich aus Frankfurt. Ich dachte, dann hat das was mit Drogen zu tun. Nee. Nein. Okay. Ich bin Marc und du? Sophie. Hallo Sophie, wer bist du? Pauline. Hallo Pauline, was verdient ihr so im Monat? Du, das sagt man noch nicht, das spricht man noch nicht. Oh, das kann, heute kann man es mal sagen. Nee. Dann sagst du es. Auch nicht. Dann sag ich's. Dann rate doch mal. Wie viel du im Monat verdienst? Ja. Pass auf, du sagst mir erstmal, was du überhaupt beruflich machst. Ich bin Employer Branding Spezialistin. Perfekt, ich habe es mir fast gedacht, ja. Genau, was bist du? Employer Branding Spezialistin. Genau so. Wie heißt das? Employer Branding Spezialist. Und auf Deutsch? Personalmarketing-Tante. Klingt es auf einmal nicht mehr so wichtig, ne? Eine Personalmarketing-Tante verdient im Monat 2,6. Ich sag nichts. Kann man das googeln? Darüber redet man doch nicht. Ich glaube, ich krieg's aus dir heraus noch. Nein, nicht ganz. Ich werde dich bis du kitzeln. Ich merk's doch nicht. Immer unterschiedlich. Oh, was machst du denn?
Ich bin am Flughafen, ich komme nicht von hier, ich komme aus Berlin. Ah, okay, und wie ist deine Berufsbezeichnung? Schichtleiterin. Schichtleiterin? Das heißt, es geht bei dir, schlechtester Monat wäre? Insgesamt? Boah, muss ich jetzt überlegen. 1,4, 1,3 höchstens, aber okay. Sonst mehr. Okay. Ich danke dir. Danke. Dann sehen wir uns am Flughafen. Wir fragen gerade die Leute, wie viel sie im Monat verdienen. Genug. Was wäre das? Was ist genug? 2000. 2000? Netto. Wir haben Sommer jetzt. Bitte? Nebenjob, 450 Euro. Was machst du denn? In Elektrikart. So ein bisschen Sachen zusammenschrauben. Ich habe keinen Verdienst, ich bin noch Student. Wie alt bist du? Ich bin 21. Aber du hast voll die angenehme Stimme. Danke. Du könntest so Synchronsprecher. Habe ich nie nachgedacht. Aber hört man das? Sag mal irgendwas. Hallo. Ja. Das ist immer ganz gut. Ich sehe hier gerade, hier wurden Rosen verteilt. Der neue Bachelor. Wie viel verdienst du im Monat? Ich bin in Ausbildung, netto 1050 plus Zuschläge. Oh, krass. Was machst du? Krankenpflege. Krankenpfleger? Aber dann bist du ja schon mal ganz gut aufgestellt. Ja, wenn man dann noch ein paar Nächte macht, dann geht das. Gut. Freundin, aber ist deine Freundin? Ja. Gut. Und du? Ich mache das Gleiche. Wir gehen in eine Klasse. Ach, wie der Zufall es will. Ja. Ihr seid wirklich ein sympathisches Paar. Na, da bin ich ja beruhigt. Da verkneife selbst ich mir heute mal jegliche doofe Sprüche und Kommentare. Na, ja. Weil euch wünsche ich alles Gute. Zurzeit verdiene ich auch noch nichts, weil ich meine Arbeit gekündigt habe und gucke jetzt aber nach was Neuem. Was hast du vorher gemacht? Reinigungskraft. Okay, was verdient man da? Ja, das war jetzt so 450 Euro Job. Ah, okay. Ey, das ist so traurig, ne? Da macht er hier echt seine Straßenkunst und dann kommt das Ordnungsamt und schickt ihn weg, weil... Könnte ja noch jemand Spaß und Freude dran haben, ne, dass der hier seine Show macht. Das erinnert mich tatsächlich immer an meine Zeit, wo ich mit meinen Jungs auf der Straße getanzt habe. Da kam auch ab und zu mal das Ordnungsamt und wir waren wirklich komplett im Arsch, wenn die uns weggeschickt haben. Daher, ich bin immer, wenn ich jemanden sehe, der da was macht, Leute, gebt da einfach ein bisschen Kohle rein. Die machen teilweise echt so coole Sachen. Das muss supported werden. 1-2 Euro schaden nicht. Deshalb einfach mal reinwerfen. Die ganzen neuen Abonnenten wissen das gar nicht. Ne? Ich blende noch mal was ein. So hatte Eggers damals als Breakdancer sein Geld verdient. Ich war Straßentänzer tatsächlich. Aber ich hatte eine mega geile Zeit. Bei Wind und Wetter, Hamburger Innenstadt, Mönckebergstraße wurde getanzt. Tanz mit den Jungs und dann sind wir rumgegangen mit dem Hut. Und wenn dann Ordnungsamt kam, dann war scheiße. Schon wieder jemand mit so einer Weste. Gab es die im Angebot oder was? Super schicke Weste. Jetzt aber schnell durch, dann gibt es die Abmoderation. Also Leute, danke, danke. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich habe die Leute hier in der Kölner Innenstadt mal gefragt, was sie denn so im Monat verdienen. An dieser Stelle erstmal nochmal ein dickes Dankeschön an Anyfin. Checkt es auf jeden Fall mal ab. Wie gesagt, Leute, es ist keine Schande. Über 47% der Deutschen kommen im Laufe ihres Lebens mal in Berührung mit Dispo-Kredit oder mit Finanzierungen. Checkt den ersten Link unten in der Infobox. Mein Name ist Marc Eggers, Carsten hinter der Kamera. Ich hoffe, ihr habt auch bei diesem Video wieder Spaß gehabt. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und ich fliege jetzt nach Mallorca. Ich hau hier ein Video nach dem anderen raus. Ich glaube, der Eggers sollte sich auch mal in die Sonne legen. Und sich schön die Palme wedeln. So, tschüss, wir gehen.